dunkler Eon-Skorpion Moldugat. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Skyward Sword. Beim letzten Part muss ich ein bisschen abrupt abbrechen am Ende, weil ich nicht wusste, dass oder vergessen hat, dass Link ja bereits reingeht, wenn er die Tür aufgemacht hat. So, erstmal natürlich heilen. Ja, wie funktioniert er? Ich erkläre es euch. Ihr seht die Augen. Die Augen müsst ihr alle erst retten. Nach und nach. Und am Ende dann haben wir sein mittleres Auge frei. Und wenn das dann quasi frei ist, Kamera, ich sehe gerade nichts. Jetzt die Schere zerstört. Beziehungsweise. Sie ist erstmal zerstört. Müssen wir jetzt nach und nach machen. Mit jedem einzelnen Auge. Gesagt. Und dann. Stichattacke machen auf sein Auge hier. So, jetzt müssen wir ihn ausgraben. Der Gevatter. Ist nämlich gerade im Sand vergraben und wir müssen ihn jetzt quasi ausbuddeln. So, da ist er. Na, geht doch. Genauso soll es nämlich sein. Ich glaube, er kann seine Hände nicht regenerieren. Ja, jetzt macht er natürlich viele kleinere Helfer zu seiner Hilfe. So, wo ist er? Da vorne ist er. Hier irgendwo. Nicht gefunden. Ich kann nicht im Sand verstecken. Schon gefunden. Warum machen wir. Das war schon? Bitte was? Ich glaub's nicht. Wisst ihr, wie lange ich damals gebraucht habe hierfür? Ich glaube, ganze 15 Minuten. Das, Leute, ist gerade, glaube ich, der schnellste Boss-Sieg bisher in diesem Let's Play. Ohne Witz, das war der schnellste Boss-Sieg in diesem Let's Play. Bisher. Und ich habe nicht einen einzigen Trank verschwendet. Und das war gerade definitiv wieder so ein Beweis für mich, dass ich besser geworden bin. Oh, geil! Dass das so schnell geht, hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut, wir wollen jetzt aber nicht weiter Zeit verplempern, sondern gleich weitergehen. Denn ihr ahnt bestimmt, es kommen Cutscenes. Und deswegen auf voran zu Zelda. Ein ziemlich dunkler Raum. Na, ihr merkt schon, passiert ja gar nichts. Aber ihr müsst euren Käfer losschicken, denn da oben verbirgt sich ein Zeitstein. Na, ich glaube, wir müssen erst was machen, um da ranzukommen, oder? Ist der. Ja, der ist frei. Sah nur gerade so aus. Ach, grelles Licht!
Aber es ist so schön hier. Guckt euch das an. Einfach nur wow. Mehr kann man dazu nicht sagen. Was für ein beeindruckendes Bauwerk ist das Steinwerk. Denke mal, das Zeitsteinwerk. Muss man ganz zu sagen. Aber naja, auf nach oben. Impa! Zelda, schnell, ins Portal! Link! Nimm dies, du wirst benötigen. Du hast die Lyra der Göttin erhalten. Am Moment hast du anderes im Kopf. Beeilt euch! Link! Beeil dich! Ich bin in Sicherheit. Pass auf dich auf. Link, du musst die Hüterin des Siegelhains besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt, wir sehen uns bald wieder. Versprochen. Ach, Link. Ich war bisher wohl nichts mit dir. Für diese Unverschämtheit hast du dir eigentlich eine Strafe verdient. Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen. Ah, merke dir. Nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Und Zelda ist schon wieder weg. Speichern? Ja. Gebieter, ich hab dir was zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura nicht mehr. Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie mit der Aura nicht mehr aufspüren. Das Begleiterin sagte, du sollst zur Jüngerin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegels begibst. Ja, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Na, ich sehe gerade, wir haben noch ganz gut Zeit. Was hat er zu sagen? Du warst da drin? Was sagst du, es gibt einen weiteren Geheimgang? Das hättest du mir früher sagen sollen. Ich hätte schon aufgegeben und es war nach Hause aufgebrochen. Aber dann hörte ich diesen Lärm. Und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen. Danach will ich zum Siegelhain. Ich habe zu tun. Okay, gut, dann will ich dich da nicht stören. Allerdings gehen wir nicht zum Siegelhain, sondern erstmal zum Wolkenmeer. Erstmal. Ich will direkt zum Wolkenmeer zurück. Dort erstmal speichern. Die Session heute, ja, es genügt.
beim nächsten Mal mal schauen, ob wir ein paar Secrets lösen können. Wir müssen jetzt nicht sofort zum Siegelhain gehen. Wir können uns ein bisschen Zeit lassen damit. Wir haben Zelyra der Göttin. Und da drüben sehe ich gerade, kann ich doch im Prinzip gleich auf das Secret zusteuern, das sich hier befindet. Ja, es ist wieder mal Secret Time. Und zwar glaube ich bei dem Stein da vorne. Moment, ich glaube, da können wir noch nichts machen, oder? Ach so, ja, das war der hier. Richtig, da können wir noch nichts machen. Da ist noch zu früh für. Da fehlt noch ein Item. Ne, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Siegelhain. Für heute haben wir genug geschafft. Wir können richtig zufrieden sein. Und vor allem, es war wirklich der schnellste Boss bisher in diesem Let's Play. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell geht. Ernsthaft nicht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber, wie ihr seht, Wunder gibt es doch immer wieder. Und abspringen. Auf zum Speicherpunkt. Obwohl... Nee, doch, machen wir im nächsten Part erst. Leute, es hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Was sagt die Batterie? Oh, ist ja immer noch ganz voll. Naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, Leute. Haut da rein.